Rosins Restaurants gibt es seit 2009. 146 Episoden in 16 Staffeln. Und die ganze Zeit hat Frank Rosin nur ein Ziel: Gastronomen zu helfen. Sie zu retten, sie zu neuem Erfolg zu bringen und aus dem Schlamassel zu helfen. Bei Wikipedia steht allerdings, dass nur 36% der in der Sendung gezeigten Betriebe heute noch in der Form existieren. Was für mich die Frage aufwirft: Wie geht es den geretteten Restaurants heute? Wochen, Monate, vielleicht Jahre nach der Veröffentlichung. Deshalb habe ich mir ein Restaurant rausgesucht, das von Frank Rosin gerettet wurde. Genau genommen ist es ein Imbiss, und zwar Nickys Imbiss. Und Nickys Imbiss liegt in Raren in Belgien, direkt an der Grenze zu Deutschland, und ist mit sage und schreibe 4,5 Sternen bewertet. Das ist wirklich krass, wenn man sich vorstellt, dass Nicky Frank Rosin zur Hilfe gerufen hat, weil er nicht mehr wusste, wie es weitergeht und dementsprechend auch mit seinem Laden am Ende war, sind 4,5 Sterne eine stolze Bestandsaufnahme. Viele von euch werden bestimmt die Folge gesehen haben. Spätestens wenn ich hier durch die Bilder scrolle, wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Es sieht wirklich schön aus, muss man auch sagen an der Stelle. Also, not bad. Wie das für eine Frittenbude üblich ist, gibt es Pommes, gibt es frittierte Snacks, aber eben auch hausgemachte Burger und andere Spezialitäten. Gehen wir mal in die Bewertung rein. Super Burger, frisch und schön angerichtet, knusprige Fritten. Ich bin gekommen, da ich den Imbiss, den Frank Rosin wieder auf Vordermann gebracht hat, testen wollte. Fazit: sehr empfehlenswert, ich komme wieder. Also auch Frank Rosin direkt in der ersten Bewertung wiederzufinden. Ich leg's mal drauf an und lese mir mal eine schlechte Bewertung durch. Vor einem Jahr ist die letzte Ein-Sterne-Bewertung. Scheinbar hat man hier hauptsächlich daran gearbeitet, wie man Bewertungen löscht. Darum poste ich sie auch ein drittes Mal. Das Essen ist weiterhin ungenießbar. Ich glaube, man kann gar keine Bewertung löschen, sondern muss mit Anwalt dagegen vorgehen. Die Spezialität des Hauses, der Sauerbraten aus der Mikrowelle, ca. 300 Grad warm, war genauso ungenießbar wie nach altem Fett schmeckenden Fritten noch ca. 20 Grad warm. Negative Bewertungen sind auf jeden Fall eher selten. Ich denke, wir sollten uns selbst auf den Weg machen und uns ein Bild machen, wie es dort heute nach 3 Jahren aussieht. Rosins Restaurants. Hier ist es ganz eindeutig. Frank Rosin war hier und hat Nickys Imbiss vermeintlich geholfen. Wir gucken uns heute mal an, was ist übrig geblieben von dem, was Frank Rosin hier eingeführt hat. Wie ist das Essen und vor allem, was ist danach passiert? Wir lassen uns alles erzählen, aber gucken wir uns erstmal hier draußen um. Ich sehe hier vorne schon das Schild, das der gute Frank installiert hat. Frank und ich. So, das wurde in der Show installiert als Straßenwerbung. Absolut richtig, hier läuft die Straße entlang. Ihr hört es, ihr seht es. Es ist auf jeden Fall einiges gut gelaufen, aber nicht alles. Nächster Blick gilt der Terrasse hier draußen. Und man sieht wieder die alten Terrassenmöbel hier draußen. Da gab es auf jeden Fall schon mal eine Änderung, die wieder rückgängig gemacht wurde. Kleiner Funfact: jetzt gerade stehe ich in Belgien und wenn ich auf die andere Straßenseite rübergehe, bin ich schon in Deutschland. Das heißt, ich war heute im Ausland. Hier vorne einmal schauen, rechts vom Laden. Der Verschlag ist da, man sieht nicht mehr die Mülltonnen. Das war wichtig. Das ist richtig. Haben wir von außen eine absolut solide Frittenbude. Während wir hier draußen gerade gefilmt haben, seit 6 Minuten ist der Laden auf, sind schon 2 Kunden da gewesen. Also der Laden scheint zu laufen. Ja, ja, ja. Und jetzt gucken wir mal, wie es drinnen aussieht. Grüß euch, schön, dass ihr da seid. Hallo, wie geht's dir? Grüß dich, fresh. Sag uns gerne mal, was hier Phase ist. Was erwartet uns hier in deinem Restaurant? Was gibt es hier in deinem Imbiss? Was ist vielleicht neu dazugekommen? Was ist geblieben? Führ uns gerne mal durch. Also von der Rosinengeschichte, wir sind hier in einem belgischen Imbiss. Ne? Yeah. Wir sind natürlich spezialisiert auf die belgischen Fritte. Das heißt mit sämtlichen Snacks, die dazugehören, Fertigsoßen und alles Mögliche. Mhm. Aber bieten wir auch ein Pendant dazu an. Das heißt, wir haben frische Gerichte, regionales Fleisch, was wir verarbeiten. Was hat sich hier innen drin räumlich verändert? Vor dem Rosin sah es natürlich hier anders aus. Jetzt nach dem Rosin kam ein neuer Anstrich, da kamen die neuen Bilder, da kam das neue Mobiliar. Ich finde es wirklich gut. Also eine der schönsten oder schöneren Frittenbuden, in denen ich war. Danke. Ich würde sagen, wir probieren jetzt erstmal das Essen. Und dann setzen wir danach mal quatschen wir mal, wie das Ganze war. Oh, jetzt kommt die Prüfung. Ich würde euch das vorschlagen, wenn ihr wollt. Wir können das so ein bisschen tapermäßig machen. So habt ihr von allen ein bisschen was zu probieren, von den frischen Sachen. Okay. Machen wir so. Ja? Top, danke dir. So Leute, wir haben alles bestellt, was auch in der Sendung eine Rolle gespielt hat. Wir haben einen Burger, wir haben das Schnitzel, das auch nicht nur gute Worte abbekommen hat, und natürlich die belgischen Fritten. Dazu noch das Tagesgericht, der Backfisch, und so können wir uns auf jeden Fall ein weites Bild darüber fassen, wie es wirklich ist. Und danach quatschen wir mal mit Nicky, wie das Ganze bei der Sendung lief und was danach passiert ist. Also Leute, ich muss euch ganz ehrlich sagen, das Essen, was sich hier vor mir darbietet, ist einfach hübsch. Wir haben knusprige belgische Fritten, wir haben Backfisch, einen selbstgemachten Burger, den man eindeutig ansieht, dass er selbstgemacht ist. Wir haben Gulasch, wir haben Schaschlik und
ein Schnitzel Wiener Art. Also nichts an diesem Essen erinnert daran, dass das Restaurant jemals gerettet werden musste, weil es einfach gut aussieht. Ich glaube, das Wichtigste von allem testen wir zuallererst. Sorry übrigens für den Hall, das liegt daran, dass das hier so eine große Halle ist. Belgische Fritte, Sauce Samurai, so eine scharfe Mayo-Soße. Schön knusprig. Also, wenn sie eins nicht tun, dann alt schmecken, oder? Nee. Das war ein Kritikpunkt in der Serie. Ich finde, belgische Pommes können nicht zu knusprig sein. Also, sie können fast noch eine Ecke knuspriger sein für mich. Auf jeden Fall auch besser als so die klassische Pommes, die du vielleicht in irgendeinem normalen Restaurant bekommst. Also, die Pommes lassen wenig Wünsche übrig, sind wirklich... Ich habe Pommes gesagt. Die Fritten lassen wenig Wünsche übrig, die sind wirklich gut. Wo machen wir weiter mit dem Burger? Gucken wir uns zuallererst einmal das Bun an. Ist es hier verbrannt? Nein, es hat einen schönen Crunch bekommen. Wir haben wirklich eine ausgefallene Kreation mit frittiertem Rucola, Mozzarella-Käse und eine ordentlich Soße, so wie es sich gehört für so einen richtigen Frittenbuden-Burger. 100% homemade mit frischem Hackfleisch, haben wir auch gesehen, haben wir gezeigt bekommen. Attacke. Ihr wisst ja selbst, der König der Burger ist für mich persönlich ein Smash-Burger. Hauchdünn, knusprig, trotzdem saftig. Aber auch ein solcher Burger hat wirklich was zu bieten. Durch diese gewisse Dicke, 200 Gramm Fleisch sind drauf, meint er, hat man einfach so eine Saftigkeit und viel mehr Textur im Mund auf jeden Fall. Also, Fleisch ist auch noch ein bisschen Medium. Fleisch ist ein bisschen Medium, genau. Es hieß auch in der Folge totgebraten. Auf jeden Fall nicht mehr. Die Kreation mit dem Pesto und mit Rucola schmeckt richtig frisch und richtig lecker. Du musst auch mal probieren, Eric. Ist auch nichts, was man im Imbiss findet. Der normale Hamburger kostet 8 Euro, was preislich auch wirklich fair ist. Ich meine, wir sind hier nicht in Köln, wir sind nicht in einer Großstadt, aber das braucht sich nicht verstecken, das Teil, ne? Richtig gut. Geil. Pommes gut, Burger gut. Was noch kritisiert wurde als tot frittiert, war das Schnitzel. Sieht auf diesem schwarzen Geschirr auch wirklich gut aus. Das Geschirr ist übrigens nicht mehr das, was es bei Frank Rosin in der Sendung gab. Und das hatte auch guten Grund. Das erzählt uns Niki aber gleich. Bisschen Zitrone dran. Geh mal rein. Das schneidet sich tatsächlich nicht so wahnsinnig einfach. Jo, Besteck ist nicht super scharf. Das hat sogar einfach keine Schneide mehr. Schnitzel holt mich persönlich weniger ab als die anderen beiden Sachen. Es ist tatsächlich ein bisschen zäher. Aber geil gewürzt. Weiter geht's mit unserem Backfisch. Der wurde gerade eben noch frisch reingetragen vom Einkauf. Das ist ein richtiger Oschi, Alter. Remoulade. Man schmeckt die Frische vom Fisch. Der Fisch ist schön glasig, knusprige Panade außenrum. Und vor allen Dingen, es wird hier halt auch frisch gekocht. Ja, ne? Fisch gibt's alle 2 Wochen, freitags auch nur ganz bewusst. Jo. Ne, dass man wirklich dann, wenn man ihn anbietet, ihn ganz frisch anbieten kann. Und das sind halt auch so Dinge, die dazukommen. Die aber auch ein Frank Rosin angeregt hat, ne? Ja. Frische Tagesgerichte. Ein frisches Tagesgericht haben wir hier. In Amsterdam hatten wir zum Beispiel diesen Kibbeling. Der hat so laut geknuspert, man will schon fast sagen, der hat so richtig laut gekracht, als man ihn gegessen hat. Man kann, finde ich, eine Frittenbude nicht mit dem Besten der Besten messen. So. Und was man hier bekommt, reicht mehr als aus. Das ist gut. Schaschlik auch Tagesgericht. Schön mit Paprika. Ein Schmorgericht, ne? Ein klassisches. Alter Schwede. Boah. Super zart. Schöne Paprikanote in der Soße. Boah. Auch ordentlich süß, die Soße. Hat auch ein bisschen Imbisscharakter. Und das Gulasch. Super zart, super weich. Hier wieder eher auf der süßeren Seite. Beides vielleicht ein Ticken zu süß für mich. Bewegen uns qualitativ wirklich auf einem sehr guten Level. Bro, das ist kein Imbissessen. Ja, selbst paniert, frisch gemacht. Das Essen ist wirklich gut, das wissen wir jetzt. Aber was hat Frank Rosin dazu beigetragen? Reden wir jetzt mit Niki darüber. Ihr habt es gerade schon gehört, Niki, wirklich Komplimente fürs Essen. Also mehr als ich gedacht hätte. Wirklich. Danke. Für eine Frittenbude, Hammer. Danke. Super. Ich habe eine Frage. Ja. Würdest du ohne Frank Rosin heute noch hier stehen? Nein. Sehr wahrscheinlich nein. Wow. Muss ich ehrlich sagen, also ich bin dem Frank Rosin dankbar, definitiv, für die Werbung, die er uns gebracht hat. Ohne diesen Werbeeffekt, ohne diese Unterstützung wäre ich, denke ich, nicht mehr hier. Also da an der Stelle kann man nur schon mal applaudieren für Frank Rosin, weil ich finde das super, was du hier machst und dass es dich durch ihn, wegen ihm noch gibt, das zählt ja schon mal mehr als alles andere. Wie viel, würdest du sagen, hat dir das Ganze abseits des Werbeeffekts gebracht? Also ich will nicht unverschämt wirken, ne? Weil wie gesagt, ich bin wirklich dankbar für die Sache, die mit mir gemacht worden ist und was es
Zeit gebracht hat. Im Großen und Ganzen habe ich mir schon mehr erhofft, eigentlich, dass auf die Thematik der Fritte eingegangen wird. Dass mir als Koch auch mal vielleicht ein paar Tipps und Tricks gezeigt wird, wie der Ablauf vielleicht vereinfacht werden kann. Okay. Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Du hast neues Geschirr bekommen, ich habe gesehen, du hast es aber nicht mehr da. Nein, also ich muss ehrlich sagen, das Geschirr, was wir von Frank Cousin bekommen haben, ist Bombe. Ist wirklich Bombe. Meiner Meinung nach aber auch too much für eine Frittenbude. Ja. Also bin ich hingegangen, habe andere Teller geholt. Unabhängig davon, dass wir eh nur 20 Teller bekommen hatten. 20 Teller bei wie vielen Sitzplätzen? Bei aktuell wieder 68 Sitzplätzen. Reicht nicht aus. Ich lese daraus, dass relativ viel für die Kamera ist. Also man sagt 20 Teller, weniger Mobiliar. Das ist natürlich auch verständlich. Das ist eine immer wieder erscheinende Serie. Die wollen ihre Stories haben. Wenn du das gewichten müsstest, so wie viel Prozent findest du da, um dir zu helfen mit den Tipps hier vor Ort? Weil der Werbeeffekt trägt natürlich massiv dazu bei. Und wie viel Prozent ist Story? Wenn ich ehrlich sein darf, 50-50 fast. Es ist schon so, dass das Team um Frank Cousin schon die Problematik annimmt, die da ist. Das hatten wir ja gehabt, mit meiner Familie auch viel das Thema gehabt. Aber es ist schon Unterhaltungssender. Aber nochmal, ich möchte wirklich betonen, ich bin dem Ganzen dankbar, weil halt der Werbeeffekt sehr gepusht hat und damit auch geholfen hat. Ne? Ja. Also daher will ich keine Undankbarkeit zeigen. Eine Sache bleibt gleich, was du auch zum Eingang meintest, würdest heute nicht mehr hier stehen. Deshalb können, glaube ich, alle Beteiligten dankbar sein, dass du bei der Show mitgemacht hast. Super, mach weiter so. Ich hoffe, wir sehen uns nochmal wieder. Würde mich sehr freuen. In ein, zwei Jahren vielleicht kommen wir undercover wieder vorbei, so wie Kabel 1 auch. Bin ich gespannt. Das war's wohl, ne? Also gerettetes Restaurant. Eine Sache möchte ich dazu noch sagen, denn wir haben auch mit ein, zwei Restaurants telefoniert, bei denen es nicht ganz so glimpflich lief wie hier. Ich glaube, Niki ist auf jeden Fall ein Positivbeispiel. Das will ich zumindest der Fairness halber erwähnen. Ich fand's nice hier, ich fand's spannend. Niki ist ein cooler Typ. Eine Sache muss man sagen, jemandem zu helfen und seine Situation zu verbessern, das ist natürlich eine super Sache. Deswegen, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.